feiern Gottesdienst im Namen Gottes, der unser Schöpfer und Vollender des Lebens ist. Im Namen von Jesus Christus, Fundament unserer Hoffnung. Und im Namen des Heiligen Geistes, Lebenskraft, die uns begeistert, füreinander und miteinander zu leben. Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich begrüße alle ganz herzlich heute Morgen und zwei besinnen sich ganz, ihr könnt euch nicht verstecken, auch wenn ihr ganz weit da oben seid, Sonja und Volker Lubinetzki sind heute Morgen hier. Grüßt sie alle ganz herzlich. Die beiden sind im Lande und machen Urlaub. Vielleicht gibt es weitere Gäste hier. Ihr seid uns herzlich willkommen und hoffentlich fühlt ihr euch nicht lange als Gäste, sondern irgendwann dann auch einfach dazugehörig. Wir feiern Gottesdienst, das ist etwas ganz Besonderes, dass wir durch das gemeinsame Hören auf Gottes Wort verändert werden. Andere Menschen und auch in der Beziehung zueinander anders. Das feiern wir heute. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Gott, du bist Ursprung von Liebe und du bleibst es auch. Du bringst Menschen zusammen. Dir hören wir zu. Bei dir suchen wir Rat und Orientierung. Und wir bitten dich auch jetzt mal wieder, segne alles miteinander, alles Hören und Reden, segne alle Sehnsucht nach deinem Reich, sende deinen lebendigen Geist in unsere Herzen. Das bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, der in uns Glauben schaffen möge. Amen. Ich bitte euch, Kinder, nach vorne zu kommen. Schön, da seid ihr.
Ihr geht gemeinsam zum Kindergottesdienst und werdet heute von einem Mann hören, der Simon heißt. Samuel heißt er. Gut aufgepasst, wow. Samuel heißt er und es geht darum, wie Samuel hört, wie er Gott hört. Das bleibt ja ein Geheimnis ein Leben lang und heute gehört immer eine Möglichkeit. Wir wünschen euch alle eine gute Zeit und begleiten euch mit einem Lied nach draußen. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten.
Wir danken dir, Gott, von ganzem Herzen, dass du bei uns bist. Danke, dass dein Geist unter uns lebendig ist. Danke, dass du dich unser erbarmst und uns neue Orientierung schenkst. Stärke unseren Glauben, stifte Versöhnung, überwinde alles, was uns hindert, bei dir zu sein. Komm in unsere Welt, das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Die Lesung steht heute in 1. Mose 8, Vers 18 bis 22 und 9, Vers 12 bis 17. Und es geht um den Bund mit Noah. Also verließ Noah mit seiner Familie und allen Tieren das Schiff. Dann baute er für den Herrn einen Altar und brachte von allen reinen Vögeln und den anderen reinen Tieren je eines als Brandopfer dar. Der Herr wurde durch das Opfer gnädig gestimmt und sagte sich: Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde vernichten, obwohl sie von frühester Jugend an vollendet Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben auslöschen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Das gilt für alle Zeiten. Ich schließe diesen Bund mit euch und allen Lebewesen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn er in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit euch und den anderen Lebewesen geschlossen habe. Nie wieder eine Wasserflut. Nie wieder soll das Leben vernichtet werden. Diese Zusage bleibt für alle Zeiten bestehen. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Hier endet die Lesung. Halleluja!
Das Evangelium steht in Markus 2, Vers 23 bis 28, geht um das Ehrenreißen am Sabbat. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs rissen die Jünger Ehren ab und aßen die Körner. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus: Sieh dir das an, es ist doch verboten, am Sabbat Getreide zu ernten. Aber Jesus antwortete ihnen: Habt ihr denn nie gelesen, was David und seine Männer getan haben? Damals, als Abiathar Hohepriester war? Als sie hungrig waren, gingen sie in das Haus Gottes und aßen von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb hat der Menschensohn auch das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Ehre sei die Herren. Wir glauben an Gott, den Ursprung von allem, was geschaffen ist, die Quelle des Lebens, aus der alles fließt, das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung kommt. Wir glauben an Jesus Christus, den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. Ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und Männer bewegte, Leben heilte und Grenzen überwand. Er wurde gekreuzigt. In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe befreit. Mitten unter uns ist er gegenwärtig und ruft uns auf seinen Weg. Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will. Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, die auch der Tod nicht zerstört. In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Schwestern und Brüdern, die nach Gerechtigkeit suchen. Wir erwarten Gottes Reich. Amen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Die Predigt folgt einem Text aus dem 2. Korintherbrief, ein kurzer Abschnitt aus einem ganz bewegenden Brief. 2. Korinther 3, 1 bis 6. Paulus schreibt: Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsschreiben an euch oder von euch? Unser Empfehlungsschreiben seid ihr. Es ist eingeschrieben in unser Herz und alle Menschen können es lesen und verstehen. Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie Tafeln in Herzen von Fleisch. Wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott, doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig gemacht, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Gott hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Amen. Liebe Gemeinde, eine Gemeinde braucht ein Leitbild. Das meinen jedenfalls Gemeindeberater. Das wird auch in Synoden diskutiert und Kirchenleitungen beschäftigen sich auch damit. Ihr braucht ein Leitbild, so. Und manche Kirchenleitungen und eben die, die alle so dafür sind, meinen, wenn die Gemeinde weiß, wer sie ist und was sie will, dann geht's aufwärts. Und aufwärts, ganz klar, Mitgliederzahlen und Einkommen. Andere Gemeinden, auch andere Gemeindeberater und vielleicht andere Synoden setzen mehr darauf. Nein, eigentlich hängt alles an den Pastoren. Wenn wir gute Pastoren haben, ja, alles gut. Dann geht es auch aufwärts mit einer Gemeinde. Und auch das kann man lesen in Mitgliederzahlen und vielleicht auch im Gottesdienstbesuch. Ich kann beidem tatsächlich viel abgewinnen. Ich will mich nicht lustig darüber machen. Ich finde tatsächlich sehr wichtig. Ja, ist gut, wenn eine Gemeinde sich immer mal wieder verständigt darüber, was sie ausstrahlen möchte. Und natürlich ist es gut, wenn Gemeinden mit ihren Pfarrern und Pfarrerinnen gut zusammenarbeiten. Aber was macht nun ein Leitbild gut? Was ist eine gute Pastorin? Darüber schreibt Paulus in seinem 2. Korintherbrief. Und da ringt er mit seiner Gemeinde, weil sie sind unterschiedlicher Meinung. Vorweg muss gesagt werden, dass die Gemeinde in Korinth für Paulus ein Herzensanliegen ist. Von Anfang an war er dabei. Das ist seine Gemeinde. Da hat er nicht die Stunden gezählt, sondern sein Herzblut gepredigt und mit Menschen zusammengesessen. Und von Anfang an hatte Paulus auch die Idee, dass diese Gemeinde in Korinth nun eine besonders gute Gemeinde sein soll. Für Paulus ist sehr deutlich, was das bedeutet. Gut heißt, deutlich ausstrahlen, Leib Christi zu sein.
Und Leib Christi zu sein, das bedeutet, ein Beispiel in der Welt zu sein, wie man anders zusammenleben kann in der Welt. Eine neue Gemeinschaft zwischen den Menschen, die da alle so mit sich selbst unterwegs sind in der Welt. Nicht nur einfach eine Gemeinde von Korinthern, die sich treffen, sondern eine Gemeinde, wo man sich als Brüder und als Schwestern versteht. Und Paulus' Leitbild für diese Gemeinde ist dann, wer irgendwie mit dieser Gemeinde in Kontakt kommt und auch den Menschen dieser Gemeinde, der wird davon was spüren. Der wird merken, irgendwas ist hier anders, so kenne ich das Leben doch gar nicht. Und er wird dann nachfragen und wissen wollen, was ist es, was bei euch anders ist. Und in dem Sinne ist die korinthische Gemeinde für Paulus ein Ort, wo sich Gott eben offenbart, tatsächlich zeigt. In der Gemeinde, da wird Gott sichtbar. In der Gemeinde, da kann man verstehen, wenn man sonst so mit Gott ringt und nicht weiß, wie es mit Gott geht. Aber in der Gemeinde, da wird man merken, was es ist. Und diese Gemeinde, vergesst es nicht, diese Gemeinde ist in einer der turbulentesten Hafenstädte, die es damals gab. Mitten also in der chaotischen Vielfalt der Welt. Da, wo Menschen untergehen und auch wirklich nicht mehr wissen, woran sollen wir uns eigentlich noch halten. In diesem turbulenten Korinth, wo Menschen aus aller Welt nun mal zusammenkommen, weil es eine Hafenstadt ist und weil der Welthandel da ist, im harschen Welthandel und Geschäftsleben und mitten in der Erfahrung von Sklaverei und Herrschaft, die es damals ja noch gab, da soll die Gemeinde Christi aufleuchten, strahlen. Ein anderer Geist weht in ihr und durch sie hindurch. Es ist ein Geist, der Welt fremd ist und der in der wilden und fremden Welt Geborgenheit schenkt. Ein Geist, der Welt fremd ist und doch in dieser fremden Welt Geborgenheit stiftet. Hier in der Gemeinde Christi, das sagt Paulus, da leuchtet der Geist Gottes. Hier ist es anders. Hier können wir mal ausruhen von diesem ständigen Wettkampf. Hier können wir auch mal den Mund halten. Wir müssen nicht immer was zu sagen haben. Wir können einfach hinhören und ein neues Wort empfangen, das uns gut tut. Und dieser Geist, so glaubt Paulus und davon ist er überzeugt, dieser Geist mitten in einer Stadt, wo Menschen umgeben sind von Sorgen und Armut, mitten in dem wirtschaftlichen Konkurrenzkampf, in der Frage, wer zur Weltmacht aufsteigt, da ist Paulus getrieben und bleibt getrieben von einer persönlichen Christuserfahrung. Da findet er seine Antwort und seine Orientierung, um einen Standpunkt in der Welt mit all diesen Fragen zu entwickeln. Und daraus zieht er dann die Überzeugung, dass menschliches Zusammenleben nicht immer von Wettkampf und Gegeneinander bestimmt sein muss. Seine persönliche Christuserfahrung strahlt dann in die ganze weite Welt. Und wo diese persönliche Christuserfahrung das Fundament des Glaubens ist, da ist Paulus überzeugt, es kann nicht anders sein, als dass etwas ausstrahlt. Und dann ist im menschlichen Zusammenleben nicht mehr die wichtigste Frage, wer gibt hier den Ton an? Wer setzt sich durch? Dann, das ist konsequent weitergedacht, dann muss man keine Angst mehr haben in dieser Welt vor den anderen Menschen. Weil dann würde Krieg aufhören. Dann zählt eben nicht mehr die Macht des Stärkeren. Die persönliche Christuserfahrung hat für Paulus sein ganzes Leben verändert. Auf all diese Dinge guckt er nun anders. Und ihr Korinther, so schreibt er, ihr seid nun Christen. Ist doch so, oder? Ihr seid ja Christen.
Mit euch hat Gott was vor. Durch euch und in euch ist Gottes Geist in der Welt. Und diesen Geist, den beschreibt Paulus ja an vielen Stellen und recht ausführlich, damit man ihn dann auch nicht immer verwechselt, sondern nochmal guckt, ist das denn wirklich der Geist? Einmal sagt er, Besonnenheit zeichnet diesen Geist aus. Und dann beschreibt er die Früchte nochmal, hört sie euch an, Freundlichkeit, Liebe, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und Paulus fügt hinzu, wenn wir doch nun diesen Geist geschenkt bekommen haben, dann wandeln wir doch wohl auch in diesem Geist und dann wird doch etwas von diesem Geist durch uns in unsere Welt scheinen. So, und das alles, das steht hier für Paulus auf dem Spiel, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb ist er so emotional. Und danke, Paulus, du bist emotional, wenn es um Gemeinde geht. Und ja, wir sind auch alle manchmal emotional, wenn es um unsere Gemeinde geht, weil da wirklich etwas auf dem Spiel steht. In seiner Gemeinde, mit der Paulus doch so viel Hoffnung verbindet, die ist jetzt nicht mehr so, wie er sie liebgewonnen hat. Die wollen das plötzlich anders. Der Mann schüttelt den Kopf. Er fühlt sich in seiner eigenen Gemeinde nicht mehr zu Hause. Und natürlich hat er Angst, dass die vom Weg abkommen und plötzlich so werden, dass er denkt, ist das denn noch christlich? Und meine Frage ist heute, hören wir diese Sorge, wenn jemand sagt, früher haben wir das so gemacht? Hören wir wirklich den Herzschmerz da in der Frage? Oder sind wir dann ganz schnell mit der Antwort, oh, pff, alles nicht in Stein gemeißelt, stell dich nicht so an. Nein, Paulus hat wirklich Herzschmerz. Es geht ihm an die Nieren. Ja, und das geht manchen in den heutigen Kirchen und Kirchengemeinden auch an die Nieren, wenn sich etwas verändert. Da ist ein tiefer Schmerz wahrnehmbar. Er, der so lange vorangegangen ist, dem sie so vertraut haben und jetzt lassen sie ihn fallen wie so eine heiße Kartoffel. Ey, Paulus, du bist zu alt, du sprichst auch nicht mehr so schön. Mit dir wollen wir eigentlich nicht mehr so richtig was zu tun haben. Da sind jetzt andere. Paulus wird in den Hintergrund gedrängt. Die Gemeinde hat Vertrauen verloren. Begeistert sind sie von anderen. Wer misst den Geist Gottes? Wer kann das? Ist jemand da, der das gut kann hier? Denn schlimmer geht es eigentlich nicht, als wenn ein Christ dem anderen seine Geistbegabung abspricht. Schlimmer kann es nicht sein, als dass man sagt, ach, da ist so ein Pastor, der macht nur seinen Job. Paulus fragt, wie messt ihr den Heiligen Geist? Wie macht ihr das eigentlich? Wie könnt ihr so überzeugt sein? Soll ich mich verteidigen, sagt er? Soll ich euch das jetzt beweisen, dass ich den Heiligen Geist habe? Soll ich mich womöglich auch noch empfehlen? Da hört ihr, wie bitter enttäuscht er ist, wie tief das geht mit der Anfrage. Und dann, klug wie er ist, zieht er sich erstmal zurück. Besser, ich rede nicht mit denen und das ist auch gut, weil ein Wort gibt das andere, kennen wir auch. Und Paulus sagt, nee, ich setze mich zurück, ich schreibe. Und zwar keine WhatsApp, die in einer Sekunde über den Äther ist, sondern ich schreibe einen Brief. Kostbar, muss man genau formulieren, weil Papier war teuer. Er hat etliche Briefe geschrieben und aus diesen etlichen Briefen ist dann der 2. Korintherbrief zusammengestückelt worden. Und Paulus ringt mit sich selbst, er ringt mit seinen Gefühlen, man kann es ihm abhören, und er ringt mit seiner Gemeinde. Und dann besinnt er sich wieder auf das, genau was auf dem Spiel steht. Er besinnt sich auf den Geist, der lebendig macht. Und zu dieser Lebendigkeit gehört das Ringen. Wenn das Ringen aufhört, da ist die Lebendigkeit auch irgendwie weg. Und das Ringen geht darum, wie viel Altes, wie viel Neues. Die Tafeln aus Stein, sie sind doch heilig. Hab
dir schon mal ein Gebäude angeschaut, das 1000 Jahre alt ist? Da staunt man doch und ist verwundert über das, was damals war. Die Tafeln aus Stein sind und bleiben heilig, und dennoch ist nicht alles in Stein gemeißelt. Das Leben geht tatsächlich weiter. Es hört nicht auf mit der Erkenntnis, auch nicht mit der Erkenntnis Gottes. Und da gehört zu der Lebendigkeit und zu dem Schönen in einer Gemeinde, dass man miteinander immer wieder im Gespräch bleibt, sich austauscht. Zur Lebendigkeit gehört das Enttäuschtwerden, ja, möchte man vermeiden, gehört dazu. Und es gehört dann ebenso dazu, wieder drüber hinwegzukommen, sich zu vergeben, wieder miteinander im Gespräch zu sein. Zur Lebendigkeit einer Gemeinde gehört, dass nichts in Stein gemeißelt ist und dass da doch Steine sind, die uns heilig sind. Und nur zusammen ist es wahr. Da haben Menschen andere Vorstellungen vom Heiligen Geist. Da verändern sich auch die Bilder, mit denen wir von Gott reden, sagt den Konfirmanden ein Brief Christi. Die wissen nicht mal, was ein Brief ist. Wo sollen wir anfangen? Also, da brauchen wir tatsächlich neue Bilder und eine neue Art von Verkündigung, damit eben die persönliche Christuserfahrung weiter gemacht werden kann. Und die steht im Zentrum. Und dazu beruft Paulus seine Gemeinde erneut. Ihr seid ein Brief Christi, zweifelt daran nicht, ihr seid es, unverkennbar. Paulus stellt an dieser Stelle die Erfahrung mit Christus in den Vordergrund. Eure Gemeinschaft ist in Christus gegründet. Ihr seid nicht nur Gleichgesinnte, die Interesse haben an einer Sache, sondern ihr seid in gleicher Weise berufen, in dieser Welt Christus auszustrahlen. Und da haben wir ja unser Leitbild, ne? Fertig. Die Gruppe braucht sie eigentlich gar nicht mehr treffen. Damit können wir tatsächlich Differenzen aushalten. Dadurch wird die Berufung deutlich, dass Einzelne persönliche Erfahrungen haben und mit dieser Christuserfahrung für uns die ganze weite Welt anders aussieht und wir sie in unserem Glauben auch gestalten. Und ich bin überzeugt, wo diese Berufung im Vordergrund bleibt, da bleibt die Gemeinschaft, die unseren Verstand übersteigt. Es ist herrlich, sagt Paulus, von diesem Geist beseelt zu predigen und zu beten. Wir sind nicht aus uns selbst. Wir sind ja von Gott befähigt. Und wir fallen nicht auf uns selbst in solchen Fragen, sondern wir können uns ja immer wieder neu von Christus berufen und befähigen lassen. Und darauf hat Paulus vertraut und siehe, mehr als 2000 Jahre später, hier sind wir in Pretoria. Und wir sehen doch, wie wir verbunden sind mit denen damals in Korinth. Und darum ist wichtig, dass das Vertrauen in uns wächst, mit und ohne Leitbild, dass das Vertrauen in uns tatsächlich wächst, dass wir eine Hoffnung haben, die der Welt gut tut. Dass wir einen Glauben haben, der Menschen unterstützt, damit sie durch die tiefsten Krisen ihres Lebens zusammengeht. Und weil wir solche Hoffnung haben, darum treten wir mit großem Freimut auf. Und das ist mein Wunsch natürlich, dass dieses Vertrauen wachsen möge, dass in unserer Gemeinde und durch unsere Gemeinschaft tatsächlich Christus sichtbar wird in Pretoria, wo wir dann immer so tätig sind. Das deutlich ist, die da im Osten, ein Brief Christi. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Guter Gott, wenn wir teilen und was wir teilen, tun wir in dem tiefen Vertrauen, dass wir damit dich teilen, dich mitteilen mitten in der Welt. Wir bitten um deinen Segen auf unseren Gaben. Amen. Ewiger Gott, immer wieder lässt du uns wissen, was gut ist. Wir wissen es. Wir fühlen es auch in unseren Herzen, was gut ist. Und dennoch geschieht so viel Böses. Wir brauchen Mut und Kraft, diesen Widerspruch auszuhalten. Und darum bitten wir dich, Gott. Wir bitten dich wieder und wieder um Einsicht und Weisheit für dein Wort. Hilf uns nicht nur versuchen, Gutes zu tun, segne unsere Versuche und zeige uns Erfolge. Wir bitten dich auch darum, den Blick für das Weite zu bewahren. Hilf uns, über unsere eigenen Bedürfnisse hinauszuschauen. Öffne uns den Blick für den anderen und die anderen, für unsere Schwestern und Brüder. Für die, die hier in Südafrika leben und auch in anderen Teilen der Welt. Lass uns erkennen und begreifen, dass wir und wie wir verbunden sind. Wir bitten dich von ganzem Herzen, erbarme dich der Menschen im Libanon, im Sudan, in der Ukraine. Sie leiden in grausamen Kriegen. Viele haben ihre Heimat verloren, haben kaum zu essen und sind in Gefahr an Leib und Leben. Gott, bewahre uns unser Mitgefühl inmitten dieser Welt, in der es so viel Elend gibt. Und lass uns großzügig teilen, was wir teilen können, auch unsere Hoffnung. Segne die Menschen, die helfen und sich hineinwagen in diese Gebiete. Segne die Friedensstifter und Diplomaten. Segne Hilfsorganisationen, segne Ärzte und Krankenschwestern. Wir beten für alle Menschen, die in der Welt Gutes tun, ohne sich dafür zu rühmen. Segne ihre Liebe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Am 19. Oktober ab 10 Uhr verzieren wir wieder Lebkuchen im Treffpunkt. Alle dürfen mitmachen. Heute in zwei Wochen, am 27. Oktober, feiern wir im Gottesdienst um 10 Uhr die Einführung unserer Pastorin Cornelia Schauf und anschließend das Willkommensfest. Alle sind eingeladen, eine Flasche Wein oder eine Flasche Wasser zu sponsern. Damit die Weine nicht zu große Preisunterschiede haben, schlagen wir vor, dass sie etwa 70 Rand pro Flasche kosten sollten. Bitte beim Infotisch abgeben. Die Frauengemeinschaft freut sich auf eure Unterstützung. Bitte meldet euch beim Infotisch oder über den Link, der schon verschickt wurde, zum Essen an. Die Karten gibt es jetzt schon beim Infotisch zu kaufen. Sie kosten 50 Rand für Erwachsene und 25 Rand für Kinder jünger als 12 Jahre und können bar oder mit Karte bezahlt werden. Ihr könnt euch auch im Kirchenbüro per WhatsApp oder telefonisch informieren. Anmeldeschluss ist am 21. Oktober. Am 10. November sind alle goldenen und andere Jubelkonfirmanden herzlich eingeladen, sich im 9 Uhr Gottesdienst auf ihre Konfirmation zu besinnen. Bitte meldet euch bis zum 1. November im Gemeindebüro an. Wie im vergangenen Jahr möchten wir die Gemeinde wieder einladen, am Santa's Shoebox-Projekt teilzunehmen. Alle weitere Information ist auf dem Handzettel zu finden. Abgabeschluss ist am 16. Oktober. Wer Losungs- oder Andachtsbücher bestellen möchte, kann sich in eine Liste am Infotisch eintragen. Zum Christkindlmarkt. Vielen Dank für die guten Preise zur Verlosung, die wir bereits bekommen haben. Es werden noch viele Kleinigkeiten gesucht als Preise für die Kinderspiele beim Christkindlmarkt. Spenden bitte im Büro abgeben. Wir freuen uns auf alle Mitarbeiter. Das Kailager für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren findet dieses Jahr vom 7. bis zum 14. Dezember statt. Online-Anmeldung ist ab jetzt möglich. Bitte frühzeitig anmelden, um den Platz zu sichern. Es gibt eine Wortmeldung, Rainer von Schlichting, zum Musikkonzert an der DSP. Guten Morgen. Am Samstag, den 19. Oktober um 15 Uhr veranstaltet die Musikabteilung der DSP das jährliche Benefizkonzert für Musikauszeichnungen und für Stipendien. Das Konzert findet in der DSP-Aula statt. Der Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten für dieses Konzert geht an den DSP Crescendo Musikfonds. Im Tuckshop werden auch Erfrischungen verkauft, deren Erlös auch ebenfalls dem Crescendo Musikfonds zugutekommt. Ziel dieses Konzertes ist es vor allem, die musikalischen Leistungsträger und Musikschüler, die sich im vergangenen Jahr gut entwickelt haben, sowie auch Musikschüler, die in dem Orchester und in verschiedenen Ensembles und Chören mitwirken, und herausragende Instrumentalisten oder Sänger auszuzeichnen. Unsere besten Schüler und Gruppen werden an diesem Tag auftreten und es verspricht, ein außergewöhnliches Konzert zu werden. Karten sind an der Abendkasse erhältlich, Erwachsene 100 Rand, Rentner 80 Rand, Kinder über 12 Jahre 50 Rand und Kinder unter 12 und alle DSP-Schüler haben gratis Eintritt.
Musik ist eine spezielle Kunstform und so sind Unterrichtsgebühren und Instrumentinstandhaltung sehr teuer. Und der Crescendo Musikfang gibt mehr Schülern die Möglichkeit, an der Musikerfahrung teilzuhaben. Und so sind also weitere Spenden für den Musikfang auch sehr willkommen. Für Sachspenden, Stiftung und Stipendiums oder Stiftung von Preisen wendet euch bitte gerne an mich. Wir hoffen aber trotzdem, euch alle oder viele von euch beim Crescendo Musikkonzert begrüßen zu können. Dankeschön. Dankeschön, Rainer. Bei unserer Vorstandsrüste gestern haben wir beschlossen, das Seniorenabendmahl umzunennen. Und zwar Abendmahl am Freitag. So sind nun alle eingeladen und brauchen den Seniorentest nicht mehr bestehen. Dann gibt es am Ausgang oder noch eine fruchtige Ansage. Am Ausgang gibt es eine Papaya-Spende. Solange noch welche da sind, darf sich jeder eine mitnehmen. Dann die heutige Kollekte ist für die Nelxa Dekanatsjugendarbeit bestimmt und am Ausgang sammeln wir für Winterfeld. Der Wochenspruch, der uns in der kommenden Woche begleiten möge, steht in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Und demütig sein vor deinem Gott. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Thank you.
Ich bin